So, Servus und Hallo. Heute geht's hier drum. Den Carson FY10. Wir waren am Wochenende wieder unterwegs, beziehungsweise Sonntag. Und der Wagen hat wieder mächtig gelitten. Wir sind vorne gegen den Bürgersteig gegengefahren. Demzufolge wurde das ganze Fahrzeug gestaucht. Und jetzt, ja, fahren tut er nicht mehr richtig. Er ruckelt. Das sieht man, er rollt nicht mehr einwandfrei. Und wir gucken jetzt mal, woran es liegt. Und wollen der ganzen Sache mal auf den Grund gehen. So, nehmen wir mal oben ab. Ja, hier sieht man auch schon, die Karosserie hat gelitten. Eieiei, müssen wir mal vielleicht noch kleben später. So, und hier sehen wir es auch schon. Ich hole euch mal ein Stück näher ran. Hopp, nicht so weit. So. Ja, und hier sehen wir auch schon, dass sich hier oben das Oberdeck verbogen hat. Ja, und da sieht man es vielleicht besser. Hier sieht man es. Ja, und demzufolge wird auch die Antriebswelle einen kleinen Schlag weg haben. Und wenn das natürlich aneinander eiert, hier sieht man es auch mal ganz gut, ist halt bei dem Carson FY10 so ein, ja, Fehlkonstruktion würde ich jetzt nicht sagen. Also das ist schon mein zweites Oberdeck, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man die 3-4 Mal immer noch wieder hinbiegen kann. Ja, und jetzt werden wir mal das Oberdeck ausbauen. Dazu werden wir die ganzen Schrauben hier mal lösen oben drauf und gucken mal uns den Aufbau der ganzen Sache gleich an. Einige Schrauben haben wir schon ausgewechselt gegen Spackschrauben, weil diese kleinen Schrauben einfach irgendwann keinen Halt mehr haben. Und wenn das ein paar Mal passiert, dass die halt das hier vorne irgendwo gegenfahrt und die Schrauben rausknallen, ja, dann fassen die einfach nicht mehr und dann haut da am besten so eine Spackschraube rein. Hab zumindest ich gemacht. So, nun gucken wir mal, dass wir das gute Stück ausgebaut kriegen. Ansonsten lief das Auto jetzt super. Der hat jetzt einen neuen Lenkservo bekommen, einen 20-Euro-Servo und ich muss sagen, ich bin mit dem relativ zufrieden. War zwar jetzt, ich bin 5-6 Akkus bin ich gefahren mit dem Wagen und hatte vorher nur so eine etwas älteren Servos drin, beziehungsweise etwas langsameren, also ohne einen Brushless Motor drin im Servo oder halt so eine alten Teile und hatte irgendwie nie wirklich so die Lenkpower und jetzt mit 20 Kilo merkt man schon, also ein mächtiger Unterschied. So. Den Kabel halt ab. Die beiden zu lösen wird ein bisschen schwieriger werden, weil sich hier drunter der Servo-Safer befindet und der wird von der Bodenplatte von unten verschraubt, also der wird von oben und von unten verschraubt und da müssen wir mal gucken, da sind immer so eine Art Gleitbuchsen halt drinne verbaut und ja, die muss man, weil die Schrauben mit Loctite eingeklebt sind, muss man die immer ein bisschen festhalten irgendwie, damit man die andere Seite rausgeschraubt kriegt, aber werden wir ja gleich sehen. Müssen wir mal gucken. So, jetzt sieht man auch schon, wie sich das ganze Ding hier oben aufstellt. Also, naja, so, dann gucken wir mal, ob wir den mit dem Kreuzbit vorsichtig hier oben rauskriegen. Ja, der erste geht super, man sieht schon, das Eier doch halt ein bisschen. Ja, super, Mensch, haben wir ja richtig Glück. Da brauchen wir sogar eine neue Schraube nehmen, weil hier so eine Rippe, wo ist er, da ist er. Und da sieht man schon, dass die eine, die eiert schon, die untere, das ist schon, naja. Aber wie gesagt, das sind halt ein paar Cent-Artikel. Ja, und hier haben wir das Oberdeck, was das Problem ist. Und da sieht man, das sollte eigentlich gerade sein. So, jetzt kann man den hier vorne einmal greifen, biegt den ein bisschen nach außen und kann die Antriebswelle entnehmen. Und da sehen wir halt auch, dass die einen Schlag weg hat. Stellen wir das Auto weg. Da sehen wir auch schon, dass die nicht mehr rollt oder irgendwie, dass die wirklich einen Knick weg hat.
Also das müssen wir jetzt erstmal begradieren. Ich nehme dafür entweder einen Schraubstock oder einfach eine Pumpenzange und lege das Alu vorsichtig an die Stelle rauf. Erstmal schaut man, dass man das oben einigermaßen gerade kriegt. So, das reicht grob. Das muss ja nicht hundertprozentig gerade sein hier oder tausendprozentig. So, dass man das wieder einigermaßen... Weil wenn ihr nämlich so eine starke Krümmung drin habt, schaut mal, so sieht das schon ganz gut aus. Wenn man da so eine zu starke Krümmung drin hat, dann ist ja der ganze Wagen gestaucht. Und das ist dann auch wieder nicht gut, weil das dann alles zu sehr auf Press ist, die ganzen Antriebswellen und das alles. Deshalb ein gewisses Spiel sollte schon drin sein und das ist halt wirklich nur drin, wenn das Oberdeck wirklich gerade ist, beziehungsweise relativ gerade. Auf jeden Fall nicht so wie es war. Also müssen wir hier noch ein bisschen dran rumzaddeln. Hier auch noch ein Stückchen und dann sollte das eigentlich schon gewesen sein mit dem Oberdeck. So, jetzt haben wir es so erstmal. Denke mal, das ist schon okay. Kann man noch ein bisschen hier noch ein bisschen runterbiegen. Aluminium, denkt dran, nicht so oft Ohren runterbiegen, sollte man nicht hin und her biegen. So ist es okay, so sollte es funktionieren. So, jetzt gucken wir uns mal die Achse an. Dazu hole ich meinen Schraubstock. Machen wir mal ein kurzes Päuschen. Bis gleich. Eine Ewigkeit später. So, dann gucken wir mal. Ich habe euch jetzt mal eine andere Kameraperspektive geholt. Jetzt habe ich erstmal den Knick in der Welle. Und jetzt gucken wir erstmal, dass wir das hier erstmal grob mit einem kleinen Hobby-Schraubstock erstmal einigermaßen begradigt bekommen. Und jetzt müssen wir anfangen, das Stück für Stück immer da einzuspannen, wo es hin muss. Und dann mit ganz, ganz leichtem Druck, da sieht man, hier sieht man noch einen kleinen Knick, mit leichtem Druck nur. Also nicht irrsinnig Gewalt. So. So lassen wir es jetzt auf jeden Fall erstmal. So haben wir es. Läuft relativ rund. Wir schalten wieder zurück zur anderen Kameraansicht und ja, dann bauen wir schon alles wieder zusammen. So, dann sind wir wieder zurück. Holen wir wieder den Kasten auf den Tisch. So, da haben wir ihn. Jo, so noch einmal Kontrolle, ob uns irgendwas anderes auffällt, irgendwelche Schrauben ausgeschlagen sind. Auf diese Laufbuchsen im Servo-Saver gehe ich jetzt nicht genauer ein, die hier drin sind. Das machen wir mal, wenn wir den mal auseinandernehmen in den nächsten Videos. Wenn wir da mal wieder ein neues Teil einbauen. Ansonsten schauen wir auch gleich, jetzt wo das Oberdeck mal ab ist, ob hier noch überall die Mitnehmer sauber sind und funktionieren. Da kann ich euch mal zu ranzoomen. Überhaupt mal eine kurze Kamerafahrt. Damit ihr das auch mal seht hier bei mir. Das Mitteldifferenzial wurde gegen ein Stahldifferenzial ausgewechselt. Das gibt so nicht original für den Carson FY10. Das ist aus einem anderen Auto. Kann ich mal gucken, wenn ich es finde, dann verlinke ich euch das auch noch, wie ihr wo ihr das bestellen könnt. War über die Bucht bestellt. Ja, ansonsten sehen wir hier hinten den Mitnehmer. Hier hinten sehen wir, dass der Pin sauber drin liegt. Nichts ausgeschlagen ist oder so. Das ist alles okay. Andere Seite, was sagt der? Andere Seite auch.
Ja, wenn die so ein bisschen eingeriddelt sind, das ist nicht schlimm. Also da habe ich noch keine schlechten Erfahrungen. Hier ist er ganz sauber. Hier hatte ich sogar, glaube ich, fast einen neuen eingebaut. Oder ich hatte zwar einen gebrauchten drin, aber einen, der wirklich gut ist. Hier sieht man es ja noch. Und dann, da ist auch ganz leichtes Spiel drin überall. Hier sieht man es, da ist ganz leichtes Spiel drin. Und ja, wie gesagt, hier habe ich noch in die Mitnehmer habe ich Schaumstoffstücke drin, ganz kleine, damit das nicht so metallisch klappert beim Fahren, weil es gibt doch immer ein Klappergeräusch, wenn man da keinen Schaumstoff drin hat. Das ist mir zumindest immer ergangen und aufgefallen. So, jetzt gehen wir mal zum vorderen Teil. Sehen wir auch, da hängen wir jetzt mal gleich die Antriebs, ja, mal die Blätter raus, dann nehmen wir mal die Antriebswelle, die legen wir mal wieder rein. So, erst die eine Seite, dann wieder vorne anfassen, bisschen nach vorne biegen und dann die Vorderachse nach vorne biegen und dann kann man die Antriebswelle so wieder reinsetzen. Kann auch gleich gucken, ob sie sauber läuft. Warte mal, dazu zoome ich euch mal ein bisschen weg. So. Ah, jetzt kann man sehen, dass es ganz leicht am Servo, an den Servo kommt. Müssen wir mal gucken. Ne, müssen wir noch mal ein bisschen nachbiegen und ich gehe dann gleich wieder auf Bild. Moment bitte. So, ich habe jetzt noch mal etwas nachgearbeitet. Und jetzt läuft das relativ sauber. Hier vorne, der Servo wird nur ganz leicht berührt von der Antriebswelle. Ich denke mal, die wird sich an den Servoboden, wird die sich mehr oder weniger etwas einarbeiten. Ich zoome euch mal ran. So. Da kann man halt sehen, dass es ganz leicht an den Servo rankommt. Aber ich denke mal, ja, ist genau da, wo die Antriebswelle blank poliert ist. Gut. Dann werden wir jetzt das Oberdeck wieder aufbauen. Wir werden die ganze Sache wieder zusammenbauen. Wie gesagt, zum Hauptdifferential habe ich euch ja schon was gesagt. Mal gucken, ob wir das verlinkt kriegen. Und ansonsten bauen wir jetzt das Ganze erstmal wieder zusammen. Der Antennenhalter, Antennenausgang kommt natürlich nach hinten. Fitzeln wir das erstmal aufeinander, dass alles frei ist. Zack, 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 zack. Jetzt wäre es natürlich hilfreich, wenn man sich gemerkt hat, welche Schraube wohin kam. Ja. Ich fange jetzt erstmal mit den kleinen mittleren Schrauben an. Natürlich mit dem richtigen Bit. Mal gucken hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja. Jetzt auch noch nicht endfest gemacht. Erstmal so, dass die ganze Sache nicht abhauen kann. Dann kommt hier vorne wieder unser Servokabelhalter. Da brauchen wir einen anderen Bit, weil ich hatte die hier gegen andere ausgetauscht. So. Zack, haben wir den auch fester. Ich hole euch mal ein bisschen weiter ran, denn ihr seid hier irrsinnig nicht weit weg. So. So sieht man schon ein bisschen besser was, ne? So, dann haben wir die beiden dicken Schrauben. Das waren ja die für vorne. Die kamen hier vorne in das Deck rein. Und die mittellangen schwarzen mit Kunststoffgewinde kamen auch vorne rein. Oh, die eiern aber auch schön. Werden wir beim nächsten Mal mit austauschen.
So. Und jetzt sehen wir schon, dass das Auto wieder versteift ist. Dass das schon wieder viel besser aussieht. Auch hier oben passt es ganz gut. Hier mit dem Servo-Saver. Wenn da ein bisschen im Mühe platzt, ist es bei dem Fahrzeug nicht ganz so verkehrt, nicht ganz so schlimm. Hier sehen wir, liegt er genau auf dem Servo-Saver auf. So, dann haben wir noch die zwei lang schwarzen, das sind ja die vier hinten. Da habe ich hier so eine etwas längeren drin. Na, wo ist er? Da ist er. Da habe ich hier so eine etwas längeren drin. Die kommen bei mir hinten rein. Wie gesagt, sollten die, na, stellt er scharf, sollten die Bohrlöcher mal ausgerissen sein, weil ihr das Oberdeck mehrmals verbogen habt oder sonst irgendwas war, dann könnt ihr auch Spackschrauben reindrehen. Klappt auch wunderbar. Sollten die Spackschrauben allerdings auch rausgerissen sein oder kaputt sein, dann braucht er neue Differentialgehäuse, weil da drehen wir das Oberdeck nämlich gerade fest dran, beziehungsweise da drehen wir die Schrauben gerade rein. Hier kann man es, wo kann man es? Hier kann man sehen, das ist das Differentialgehäuse und hier drunter sind halt die Befestigungslöcher für das Oberdeck. Ja, dazwischen sieht man es ein bisschen. Und wenn das ausreicht, dann braucht ihr ein neues Differentialgehäuse. So, jetzt kommen wir noch zu den Schrauben, wo wir gesagt haben, die sind ein bisschen verbogen. Oh, die sind aber beide ganz schön verbogen hier. Guckt mal hier. Die sind aber beide hier. Alter Schwede. Die sind krumm. Die machen wir mal neu. So, und dafür nehme ich jetzt erstmal hier neue Schräubchen ohne Loctite. Erstmal ein, zwei Probefahrten mitmachen, gucken wie es läuft und dann kommt die mit Loctite rein. Ja, jetzt sind sie schon zu fest, jetzt dreht sich das schon unten mit die Unterseite, wie ich meinte. So, ja, da brauchen wir aber kein Loctite. Weil nämlich die Gegenkonterschrauben für diese beiden hier, das sind diese beiden Schrauben hier. Und hier seht ihr schon, hier habe ich schon mal eine ausgewechselt. Das ist halt, ja, das ist halt relativ kompliziert, weil ihr müsst die hier unten festhalten und gleichzeitig die oben rausdrehen, damit ihr diese Gewindehülse, die in den Servo-Saver quasi drin steckt, in dieser Führungshülse, damit ihr das rauskriegt. Und jetzt, den kriege ich nicht fester, den lasse ich jetzt einfach so erstmal. Die andere Seite ist aber fest. Gut, jetzt ziehen wir alle anderen Schrauben nochmal nach. Natürlich nicht volle Kanne, ist halt nur Plastik. Ne? Ja. Hängen das Servo-Saver-Kabel erstmal wieder in die Führung ein. So, und jetzt ziehen wir mit einem Handschrauber die Schrauben vom Oberdeck alle nochmal an. Oh, den haben wir schon fast geschafft. So, hier haben wir auch nochmal. So, das sieht schon gut aus. So, jetzt haben wir. Er rollt auch wieder einwandfrei hin und her. Jo, dann haben wir es hier erstmal geschafft. Ich kümmere mich jetzt noch um die Karo. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege irgendwie. Ansonsten, wie immer, würde mich über einen Daumen hoch freuen oder vielleicht sogar ein Abo. Dann kommen über den Carson FY10 in Zukunft noch mehr Videos. Ich habe da eine extra Playlist draus gemacht, weil es gibt hier immer was dran zu schrauben. Sei es Servowechsel, Mitteldifferential tauschen. Ich habe jetzt gerade wieder im Freundeskreis jemand, der hat sich das gleiche Auto gekauft. Bei dem kommt auch ein Metall. Hauptritzel-Update mit rein. Müssen wir mal gucken, ob wir das gefilmt kriegen irgendwie. Ja, ansonsten, der wird ja sowieso öfters mal komplett auseinandergebaut. Die Differentiale wurden getauscht. Also, das ist ja immer irgendwie was. Radmitnehmer vorne, Lenkhebel hier vorne, haben wir aus Aluminium. Die haben wir auch gewechselt. Die haben wir jetzt aus Alu halt drin. Sehr wichtig bei dem Auto, finde ich.
weil ohne Alu fliegen hier unten. Hier unten sieht man es. Ah, ich zoome euch mal wieder ran. Hier, die Schrauben. Die knallen ohne Alu-Radmitnehmer, knallen die immer raus. Das ist, weil das ist nur Kunststoff und sobald ihr springt und hier die Last irgendwie drauf liegt auf dieser Schraube, weil sich das Rad natürlich hoch und runter bewegt, reißen euch die Schrauben raus und ja, im Original ist das halt nur Plastik und das funktioniert nicht. Also ich habe es schon mehrmals jetzt probiert, hin und her, und ich habe mich jetzt für Alu-Dinger entschieden und seitdem habe ich auch Ruhe. Soweit, ja, soweit erstmal dazu. Wie gesagt, schön wäre ein Daumen hoch oder so, ja, ein Abo, von dem Fahrzeug kommt mehr. Macht's gut und ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Ciao.